merken Sie eigentlich nicht, dass Sie überführt sind? Jetzt bin ich aber gespannt. Was heißt gespannt? Sie wissen genau, was ich meine, Herr Vorländer, da bin ich mir sicher. Das Hemd. Ja, das Hemd, genau, das Hemd meine ich. Na, das, wo ist das bei Ihnen, wenn Sie mal ganz kurz hochhalten können? Dieses Männerhemd, das, Frau Stanko, tragen Sie doch immer, wenn Sie im Hause Breyer arbeiten. Oder wenn Sie nach Hause gehen, dann hängen Sie es da säuberlich an einen Haken. Und die Spurensicherung hat das Hemd sich genauer angeschaut. Was haben wir gefunden? Partikel von Erdnüssen. Herr Staatsanwalt, das Hemd, das beweist überhaupt nichts. Und Sie haben es ja selbst gesagt, auch schon vorhin. Dieses Hemd, das hing an der Garderobe und war damit für jedermann zugänglich. Herr Breyer, kommt es Ihnen nicht eigentlich auch alles fürchterlich inszeniert vor? Roland Schmidt will meine Mandantin da beim Erdnusskaufen gesehen haben. Ausgerechnet da am Busbahnhof? Wieso ganz einfach nicht im Supermarkt? Ja, weil man ihr dann leichter draufgekommen wäre, natürlich. Ja, und Sie sollten echt aufpassen, dass Sie mir nichts Falsches unterstellen. Sehen Sie, und ich glaube einfach, dass ich Ihnen eben nichts Falsches unterstelle. Na gut, dann sagen Sie mir mal, warum ich irgendeinen Scheiß erzählen sollte. Das weiß ich nicht. Also irgendwas sollten Sie da schon in der Hand haben, oder? Na, Herr Vorsitzender, wenn Sie mir vielleicht die Möglichkeit geben, herauszufinden, was es mit der Beziehung zwischen Roland Schmidt und der Familie Breyer auf sich hat? Das ist gar kein Problem. Ich arbeite für Marc. Aber das ist im Normalfall ja noch kein Grund, dass Sie auch bei ihm zu Hause wohnen, oder? Ich bin aus meiner Wohnung geflogen, okay? Und irgendwo muss ich ja wohnen. Ja, meine Güte, er wohnt halt bei uns. Er ist ein fähiger Mitarbeiter. Außerdem weiß ich überhaupt gar nicht, was Sie irgendwie... Können Männer denn keine Freundschaft haben? Marc, der ist doch nicht dein Freund. Der ist 20 Jahre jünger als du. Ja, meine Güte, wo ist dein Problem? Wo mein Problem ist? Ja. Naja, also mein Problem kann ich vielleicht in eine Frage verpackt ein bisschen verkleiden. Geht die Freundschaft der beiden Männer vielleicht so weit, dass der Jüngere vielleicht ein Interesse daran hat, die Frau des Älteren aus dem Weg zu räumen? Ja, jetzt geht's aber los, mein Freund. Mein lieber Herr Verteidiger, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Ihre verwegene Fantasie gerade ein bisschen mit Ihnen durchgeht. Das nehmen Sie jetzt aber ganz geschwind zurück. Was soll ich denn da zurücknehmen, meine Frage vielleicht? Ich weiß doch gar nicht, wie Sie die aufgefasst haben, aber wir können gerne mal ein bisschen drüber diskutieren. Ja. Glauben Sie, ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen? Glauben Sie, ich merke nicht, was Sie mir da unterstellen wollen? Wie haben Sie die Frage denn jetzt aufgefasst? Weiter im Moment. Sie müssen die Wahrheit sagen, sich selber nicht belasten, 55 StPO. Ja, Entschuldigung, ich meine, das ist doch sowas von offensichtlich. Ich meine, der Herr Verteidiger gibt sich ja nicht mal Mühe, das irgendwie adäquat zu verpacken. Es geht natürlich darum, dass er mir ein homosexuelles Verhältnis mit Roland unterstellen will. Oh Gott, das ist doch völlig absurd. Und haben Sie? Was denn? Nein, haben wir natürlich nicht. Also, jetzt kommen wir doch mal zu den Fakten zurück. Charlotte Breyer hat sich das Müsli am Vorabend vorbereitet. Ja, die Zutaten da rein, aufgegossen. Ja, und sie hat ausgesagt, dass Sie zu dem Zeitpunkt schon außer Haus waren. Ja, das ist richtig. Ich bin um 7 aus dem Haus gegangen und war die ganze Nacht mit meinen Kumpels unterwegs. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, da stand dieser Anwaltstyp schon vor mir. Dieser Kill-die-Katze-Typ, keine Ahnung, wie der heißt. Kirkidaze. Oder so. Und das Motiv, Herr Vorländer. Welches Motiv hat er Zeuge? Vielleicht sagen Sie uns das. Als ob ich so schnell aufgeben würde. Ne? Na, sagen Sie doch das Motiv. Woher wissen wir denn zum Beispiel, das Motiv, dass Sie, Herr Schmidt, wirklich mit Ihren Kumpels unterwegs waren? Na, durch meine Freunde. Mhm. Die genauso lügen könnten. Ne? Okay, aber, sagen Sie, Augenblick. Ich habe das hier. Das lügt nicht. Und was genau ist das? Ich bringe es Ihnen mal vor. Ja, und schauen Sie sich das ganz gut an. Weil sowas werden Sie nicht so oft zu sehen bekommen. Ach so. Mhm. Die kriegen nur die besten Kunden vom 1017. Das ist ein Club, da kommt der Pöbel gar nicht rein. Und wenn ich nicht mehr Geld zahlen will, dann zahle ich einfach mit dieser Karte. Ja. Und da bekomme ich nicht das billige Zeug von der Bar, sondern die richtig guten Sachen. Und die haben Sie wann bekommen? Vom 25. auf den 26. Weißt du, der Club, der will, dass es ganz offiziell läuft, damit jeder weiß, wer zu den guten Kunden gehört. Gut, danke. Bitte. Ja, fragen Sie ruhig um 10:17 nach. Kann jeder bezeugen, dass ich da war. Gut, ich denke, dass wir uns das für einen Moment sparen können. Gibt es noch Fragen? Ich habe keine Fragen. Dankeschön. Dann bleiben Sie unfertig. Danke. Nehmen bitte hinten Platz. Daniel Breyer, bitte. Guten Tag, Herr Breyer. Hallo. Nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie heißen Daniel Breyer, 18 Jahre alt, Sie wohnen in Ingolstadt, Sie sind ledig, Schüler der 12. Klasse Gymnasium, nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Herr Breyer, es geht heute um den Anschlag, dem Ihre Mutter beinahe zum Opfer gefallen wäre. Es hat wohl jemand
zerstoßene Erdnüsse in das Müsli, in das vorbereitete Müsli ihrer Mutter gemischt und ihre Mutter wäre daran beinahe gestorben. Die Angeklagte, um die geht's jetzt heute hier, die hat sie ja an dem Morgen vom Zahnarzt abgeholt, ja? Das stimmt, ja. Mir wurden zwei Weisheitszähne gezogen, deswegen konnte ich nicht selber fahren. Als die Angeklagte sie da abgeholt hat, war da irgendwas anders als sonst? Ist Ihnen irgendwas aufgefallen an ihr? Naja, sie ist ein bisschen zu spät gekommen und war deswegen gestresst, aber ansonsten war sie eigentlich wie immer. Du bist doch nie zu Hause und du weißt doch überhaupt gar nicht, was bei uns abgeht. Doch, klar. Und ich weiß auch ganz genau, wer es war. Er war's. Aber geht's doch, du Spast! Hallo! Jetzt reißen Sie sich mal bitte zusammen, Herr Schmidt, hier hinten, hä? Wie kommen Sie denn drauf, dass der Roland Schmidt mit der ganzen Sache was zu tun haben könnte? Naja, also es ist so, ich war's nicht, mein Dad war's nicht und Tatjana war's eben auch nicht. Also ich meine, wer bleibt da dann noch über? Das ist totaler Schwachsinn, Junge. Also ich gewinne jetzt gerade nicht den Eindruck, dass Ihr Verhältnis zueinander, also zwischen Ihnen und dem Herrn Roland Schmidt, besonders gut ist, oder? Ihn? Ich hasse ihn. Er trägt die ganze Zeit meine Sachen. Mein Vater verteidigt ihn die ganze Zeit. Aber das ist doch Unsinn. Also irgendwas stimmt doch da jetzt nicht. Entweder sagst du jetzt endlich, was du mit dem da drüben hast, oder ich find's heraus. Was? Ich lasse es herausfinden, Mark. Was soll das heißen? Ich wollte mich von Silvarion beraten lassen, wen ich engagieren könnte, um mehr Informationen über diesen Roland da herauszubekommen. Ich wollte einen Detektiv. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Du wolltest uns beschatten lassen? Ja. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben keine sexuelle Beziehung mit ihm. Dann kommen wir doch zum Nächsten, was nahe liegt. Ist der Ihr Sohn? Ja, ich habe einen Sohn. Er ist mein Sohn. Um Gottes. Und ich habe irgendwie einfach irgendwie vergessen, dass er mein Kind ist. Ich weiß im Moment noch gar nicht so wirklich genau, inwiefern uns das bei der Aufklärung der angeklagten Tat wirklich weiterbringt. Aber ich glaube, auf den Grund gehen sollte man dem Ganzen jetzt schon. Jetzt erzählen Sie mal. Als ich jung war, lebte ich mit meinen Eltern in einem Mehrfamilienhaus in München. Im gleichen Haus lebte eine junge Frau, Magdalena, ein Mädchen, mit ihren Eltern. Und sie ging noch zur Schule. Ich war bereits an der Uni, ich habe studiert. Ich hatte feste Pläne. In die, nehme ich mal an, keine Schülerin hineingepasst hat. Auch wenn Sie sie geschwängert haben. Meine Güte, Sie verstehen das nicht. Ihre Eltern haben gesagt, Sie machen kein großes Theater. Sie werden das Kind in eine Pflegefamilie geben. Und ich hatte damit eigentlich gar nichts mehr zu tun. Hallo, und Sie haben sich nie darum gekümmert, was aus Ihrem Kind geworden ist? Meine Eltern sind weggezogen. Ich hatte das Studium. Marc, bist du dir sicher, dass er dein Sohn ist? Ja. Ich meine sicher, sicher. Ja, natürlich. Ich meine sicher in Form von 99,99% sicher. Hätte ich ihm sonst die Wohnung in unserem Haus gegeben, hätte ich ihn in unserer Firma angestellt. Und außerdem ist das überhaupt kein Grund, dass ich mich jetzt hier so angreifen lasse. Ja, und wieso haben Sie Ihrer Frau nie was davon gesagt? Haben wir nicht alle unsere kleinen Geheimnisse, Herr Richter? Dann hat Schmidt gelogen. Dann war er es. Nein, 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 Püppchen, so nicht. Pass auf, du. Ja, Moment, das Motiv. Sagen Sie doch das Motiv, Frau Stanko. Welches Motiv soll Schmidt gehabt haben, seine Stiefmutter jetzt hier an den Kragen zu holen? Sagen Sie mir das. Aber er muss doch. Ich wusste noch nie mal, dass die Frau allergisch ist. Ich habe Ihnen gesagt. Ja, soll ich mir denn alles merken, Herr Richter? Die Putzfrau war's, alles klar, können wir gehen? Vielleicht überlassen Sie es doch einfach mal mir, wann und wie ich die Verhandlung hier zu Ende bringe, oder? Und für mich ist noch lang nicht alles geklärt, ja? Also, ich würde ganz gerne nämlich noch mal mit der Vernehmung von Herrn Kirkidaze weitermachen. Und dafür müssen wir jetzt alle da bleiben, oder? Hey, sag mal, was haben Sie mit dir gemacht? Reiß dich einfach mal ein bisschen zusammen, du bleibst jetzt hier. Dem kann ich eigentlich gar nichts hinzufügen. Mhm. Noch Fragen an die Herrn Breyer? Keine Fragen. Dann bleibt sowohl der Marc Breyer als auch der Daniel Breyer unvereidigt. Danke, Sie dürfen den Platz nehmen und ich versuche jetzt noch mal die Verbindung zu Herrn Kirkidaze herzustellen. Ich hoffe ja, dass die Visite inzwischen abgeschlossen ist. Da geht jetzt gar nichts mehr, oder wie? Mhm. So kommen wir aber auch nicht vorwärts. Herr Seelhoff. Jawohl. Gehen Sie bitte mal, oder ja, sorgen Sie mal dafür, dass die Kollegen von der IT ins Krankenhaus gehen und für eine funktionierende Verbindung sorgen. Weil es liegt ja nicht hier an der Technik, offensichtlich an dem, was Sie dort aufgebaut haben. Das wäre nett. Dankeschön, ja. Gut, und so lange geht natürlich gar nichts. Deswegen geht folgender Beschluss: Die Hauptverhandlung wird unterbrochen. Fortsetzung in 2 Stunden. Wir setzen eine unterbrochene Hauptverhandlung gegen Tatjana Stanko wegen versuchten Mordes und anderem Wort. Herr Seelhoff hat mir gerade schon berichtet, dass die Verbindung zu Herrn Kirkidaze jetzt steht. Aber bevor wir mit seiner Vernehmung fortfahren, würde ich gerne jemand anderen noch mal vernehmen. Und zwar Sie, Herr Schmidt. Kommen Sie bitte noch mal nach vorn. Warum das denn?
Das ist doch gar keine Frage des Warums. Haben Sie nicht verstanden, was ich Ihnen gerade gesagt habe? So, und dann hören Sie noch mal genau zu. Ich belehre Sie erneut, dass Sie die Wahrheit sagen müssen, dass Sie auf Einzelfragen nicht antworten müssen, wenn Sie sich selbst belasten könnten. 55 StPO. Und jetzt sage ich Ihnen mal, wie ich die Pause genutzt habe. Ich habe zweimal telefoniert, mehr hat es gar nicht gebraucht. Mein erster Anruf, der ging an die Stadt München. Und da habe ich nachgefragt, wer sich denn so vor 22 Jahren intensiv als Pflegefamilie betätigt hat. Ja, das war ein Schuss ins Blaue, okay. Aber der hat sofort getroffen. Und da hat man mir den Namen einer Familie Hoffmann genannt. Zweiter Anruf, der ging dann an dieses Ehepaar Hoffmann. Und diese Hoffmanns, die haben gesagt, sie erinnern sich sehr gut noch an jedes einzelne Pflegekind, das sie hatten. Unter anderem auch an das Pflegekind, das sie damals von einer jungen Mutter namens Magdalena Schmidt angenommen haben. Und jetzt wird es interessant, bei diesem Pflegekind handelt es sich um ein Mädchen namens Anna. Entschuldigung, aber da können die sich nicht richtig erinnern, dass... Oh, doch, die beiden, die erinnern sich sogar sehr gut. Und die haben ja gesagt, dass diese Anna inzwischen im Ausland studiert, dass sie aber gelegentlich noch bei ihnen vorbeischaut. Und diese Anna macht kein Hehl daraus, dass sie nie einen Kontakt zu ihrem leiblichen Vater wollte und dass sie den auch weiterhin gar nicht will. Ich dachte, du hast einen Vaterschaftstest gemacht. Wieso? Weshalb? Warum? Das hat Ihre Frau doch aber eben gemeint, als sie gefragt hat, ob Sie sich zu 99,99% sicher sind. Ja, aber wenn Roland Magdalena nicht kennen würde, dann wüsste er doch gar nicht, dass ich hier... Ich habe die Hoffmanns natürlich auch nach einem Roland Schmidt gefragt. Und haben gesagt, ja, Roland Schmidt, der war bei uns auch Pflegekind. Und diese Anna und Roland Schmidt, die sind zwar leiblich überhaupt nicht verwandt, aber die haben eine gewisse Zeit gemeinsam bei der Familie Hoffmann gelebt. Und so, denke ich, Herr Schmidt, haben Sie auch so einiges erfahren über den leiblichen Vater der Anna, oder? Oder liege ich da falsch? Ja, da sage ich nichts dazu. Na, das glaube ich nicht. Herr Breyer, ich dachte mir schon, dass es Ihnen schwerfallen würde, das zu glauben. Deswegen habe ich mir Geburtsurkunden von der Stadt München besorgt. Kommen Sie irgendwann nach vorn, bitte schön. Schauen Sie mal, schauen Sie sich das an. Geburtsurkunde von Anna Schmidt. Mutter Magdalena Schmidt und als Vater sind Sie eingetragen, Marc Breyer. Sie sind der Vater von Anna Schmidt. Und hier habe ich eine Geburtsurkunde von Roland Schmidt. Mutter Valentina Rosner, Vater ein Martin Schmidt. Sind nicht sein Vater? Und du? Du sagst zu dem Ganzen gar nichts, oder was? Komm, lass ihn doch einfach. Komm, Marc. Herr Schmidt, wieso? Wieso haben Sie sich als Sohn von Herrn Breyer ausgegeben? Also, wenn ich irgendwas Illegales gemacht haben sollte, ja, dann klagen Sie mich an. Aber ohne meinen Anwalt sage ich nichts, okay? Nicht einmal, warum Sie Ihre Stiefmutter töten wollten und es meiner Mandantin angehängt haben? Vielleicht entscheiden Sie sich ja doch noch anders. Ich mache jetzt mal weiter mit der Vernehmung von Herrn Kirkidazi. Die Leitung soll ja angeblich stehen. Also, ich bin gespannt. Herr Kirkidazi, klar und deutlich sind Sie jetzt plötzlich zu sehen. Wenn Sie uns jetzt noch genauso klar und deutlich hören und wir Sie, dann ist alles wunderbar, oder? Ja, wenn also, Sie mich jetzt auch noch hören, dann ist ja alles endlich gut. Ja, also wir hören Sie ganz gut. Herr Kirkidazi, kommen wir zurück zu den Ereignissen des 26. Juli. Können Sie sich erinnern, wo wir stehen geblieben? Ja, wo war ich stehen geblieben? Also richtig, ich hatte Charlotte auf dem Boden liegen sehen und ich habe dann sofort die 112 gewählt und einen Krankenwagen gerufen, bevor ich das Fenster eingeschlagen habe. Und war außer Ihnen und Charlotte Breyer da sonst noch jemand im Haus? Nein, es hat sich zumindest niemand bemerkbar gemacht. Allerdings, während ich auf den Notarzt gewartet habe, ist dieser junge Mann heimgekommen, der im Gästezimmer oben im Dachbereich des Hauses wohnt. Roland Schmidt? Ja, er hat einen ziemlich müden Eindruck gemacht und hat mir erklärt, dass er sich jetzt gleich zu Bett legen wolle. Ich habe ihn aber nicht weiter als die 2 Meter von der Tür bis zur Treppe gehen lassen und habe ihm dann ganz klar gesagt, dass er sich hier nicht von der Stelle rühren soll, bis der Notarzt kommt und ich alles fotografiert habe. Ich habe hier diese erwähnten Fotos. Wie kommt es denn, dass Sie die Szene fotografiert haben? Ja, Berufskrankheit einfach. Aber als die Sanitäter dann gesagt haben, das könnte sich um einen allergischen Schock handeln, da kam mir die Sache ein bisschen suspekt vor. Ich meine, ich kenne ja die Frau Breyer seit längerem und die ist ja nicht dumm. Die weiß ja, was sie essen kann und was nicht. Schauen Sie mal, wir haben hier die Fotos eben von Wohnzimmer,
von der Küche. Außerdem noch eine Szene auf dem Esstisch. Und hier auf dem Foto, da sieht man die Spüle und einiges, was daneben steht. Mhm. Wenn ich Ihnen das gerade mal genau in die Kamera halte, können Sie das dann so erkennen, halbwegs? Ja, ich kann alles sehen. Ja, und jetzt konkret da in der Nähe von diesen Kochbüchern, geht es mir eigentlich um diesen flachen, rechteckigen Gegenstand? Sie meinen die 10-17-Karte, die da liegt? Aha. Kennen Sie das? Ja, ich habe auch so eine Karte. Ach, Sie verkehren in Clubs? Kann ich Ihnen zeigen, das ist genau die gleiche Karte. Hier, bitteschön. Okay. Sie können es sehen, ja? Also man könnte an dieser Karte, die könnte noch in so ein Plastikteil stecken und da könnte man das Ding an einen Schlüssel hängen, aber das war mir jetzt zu dumm, diese Friemelei mit dem Schlüsselbund. Okay. Ja, Entschuldigung, das beweist doch, dass Roland das nicht gewesen sein kann, dass er im Club war. Die Stanko ist schuldig. Sie haben da nicht ganz richtig zugehört, Herr Breyer. Die Karte neben der Spüle, die beweist genau das Gegenteil von dem, was Sie vermuten. Sie beweist nämlich nicht seine Unschuld, sondern seine Schuld. Gott sei Dank. Herr Kikidazi, der hat uns doch gerade eben gesagt, dass er Ihren Nichtsohn nicht weiter als bis zur Treppe hat gehen lassen. Er konnte also gar nicht in die Küche gelangen, um dort dann diese Karte da neben der Spüle abzulegen. Ja? Zumindest nicht an diesem Vormittag. Das heißt, dass er davor noch mal gekommen sein muss, um die Karte abzulegen. In der Nacht. Exakt. Der Herr Schmidt, der war es, der da in der Nacht die Nüsse pulverisiert hat und in das Müsli gemischt hat. Und danach? Danach ist er wieder gegangen, da hat er das Haus verlassen. Und dabei hat er dann diese Karte dummerweise liegen lassen, ne? Schon saudumm von Ihnen, Herr Schmidt, dass Sie selbst vorhin da gerade so mit dieser Karte geprotzt und angegeben haben. Herr Kikidazi, noch eine Frage an Sie. Als die Charlotte Breyer Sie zu sich gebeten hat, hat sie Ihnen da gesagt, warum Sie kommen sollten, was sie eigentlich von Ihnen wollte? Ja, das hat sie, ja. Aber ich glaube, Sie sollten die Charlotte vielleicht selbst fragen. Nein, das ist schon in Ordnung. Wirklich. Na gut. Also, es war so, dass ich Sie wegen Roland Schmidt berate. Der junge Mann hat Sie irritiert und wollte wissen, in was für einer Verbindung er zu Ihrem Mann steht. Sie wollte einen Detektiv auf ihn ansetzen. Gut. Frau Breyer, als Sie dieses Telefonat mit Herrn Kikidazi geführt haben, kann es sein, dass der Herr Schmidt da irgendwo in der Nähe war? War er im Haus? Weiterhin, ja. Auch Sie müssen die Wahrheit sagen? Ja, also, er war in seinem Zimmer. Das dachte ich zumindest. Der war aber nicht. Er hat das Gespräch mitgehört. Und da er sich ausmalen konnte, dass Sie ziemlich schnell dahinter kommen würden, dass er nicht der Sohn Ihres Mannes ist, musste er schnell handeln. Herr Breyer, dieser Streit zwischen Ihnen und Ihrer Frau wegen des Geldes, ja? Wie viel Geld wollten Sie denn da abheben? Hm? Und was wollten Sie denn damit, auch weiterhin unter Wahrheitspflicht? Ich muss mich ja um ihn kümmern und ja, wie viel wollte ich abheben? Ich wollte... Sag's einfach, wie viel, 20.000 wollte ich abheben. 20.000 Euro? Sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? Roland Schmidt, der hier die ganze Zeit so toll dreist, grinst, hat sich als ihr Sohn ausgegeben und kassiert und kassiert und kassiert. Und er hätte immer so weitergemacht, wenn ihre Frau nicht irgendwann plötzlich Verdacht geschöpft hätte. Ne? Er hat handeln müssen. Er hat sie aus dem Weg räumen müssen. Und um den Verdacht von sich abzulenken, na, da hat er meine Mandantin hier als Täterin gewissermaßen als Tatverdächtige vorgeschoben. Da kam es mir ja gerade nur zugute, dass die wegen des Diebstahls ein Motiv zu haben schien. Herr Schmidt, jetzt haben Sie noch mal Gelegenheit, hier was zu sagen. Kann es sein, dass der Herr Verteidiger mit seiner Theorie recht hat? Naja, ein freches Grinsen ist keine Antwort, aber Sie müssen ja auch nichts sagen. Noch Fragen an die weiteren Zeugen? Dann bleiben Sie unvereidigt, Herr Schmidt, nehmen hinten Platz. Die Frau Breyer bleibt auch unvereidigt, genauso wie der Herr Breyer, genauso wie der Zeuge Kikidazi. Nochmal, Herr Kikidazi, gute Besserung. Naja, auch wenn es mit den Clubbesuchen in nächster Zeit nichts wird, alles Gute für Ihre Operation. Wir haben noch einen Auszug aus dem Bundeszentralregister. Der Angeklagte ist nicht vorbestraft. Weitere Anträge oder Erklärungen? Keine Anträge. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Unser Richter, Verteidiger, tja, immer im Einsatz, muss man mal sagen. Ne? Wir kennen ihn hier aus dem Gerichtssaal, Herrn Kikidazi. Aber auch wenn er Frau Breyer besucht, ist er im Einsatz. Wenn er im Krankenhaus liegt, ist er immer noch im Einsatz. Und das hat uns ja auch weitergebracht. Es gibt ein neues Strafverfahren gegen Sie, Herr Schmidt.
Wegen versuchten Mordes, da ist es wurscht, ob Sie da weiterhin so, es war nett gesagt, der Verteidiger, so toll dreist grinsen, das ist ihm gerne erlaubt. Das Verfahren wird es geben und dem sehe ich relativ optimistisch entgegen. Wir werden Sie der Tat ganz sicher überführen. Und wir haben natürlich noch hier verbleibend die 2x1.000 €, wofür Sie heute zu verurteilen sind, Frau Stanko. Aber jetzt reden wir nicht mehr über eine hohe Freiheitsstrafe, sondern ganz sicherlich hier über etwas Überschaubares, nämlich eine Freiheitsstrafe von insgesamt 6 Monaten, eine Gesamtfreiheitsstrafe von 6 Monaten auszusetzen zur Bewährung. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt. Ja, Herr Schmidt, ich bin mir sicher, dass Ihnen wirklich noch dieses Grinsen, dieses Lächeln und Lachen vergehen wird. Meine Mandantin hat sich hier lediglich wegen des Diebstahls an dieser Geldkarte und dieser Abhebungen strafbar gemacht. Sie hat das relativ zu Beginn der Verhandlung schon eingeräumt. Sie hat ein Geständnis abgelegt. Sie hat hier aus Verzweiflung gehandelt. Ich halte deshalb hier eine Gesamtgeldstrafe von 90 Tagessätzen für Tat und Schuld angemessen. Und im Übrigen beantrage ich natürlich Freispruch. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Frau Stanko, Sie haben die Anträge nun gehört. Sie können jetzt selbst noch was dazu sagen. Sie haben auch das letzte Wort. Meine Kinder müssen wissen, dass ich keine Mörderin bin. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Die Angeklagte Tatjana Stanko ist schuldig des Diebstahls in Tatmehrheit mit Computerbetrug in 2 Fällen. Paragraphen 242 Absatz 1, 263 Klein a Absatz 1 und 53 Strafgesetzbuch. Sie wird deshalb zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 5 Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Im Übrigen wird die Angeklagte freigesprochen. Die hinsichtlich des Freispruches ausscheidbaren Kosten und notwendigen Auslagen der Angeklagten trägt die Staatskasse. Im Übrigen trägt die Angeklagte die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie Platz. Es ergeht noch der Beschluss der Haftbefehl des Amtsgerichts Ingolstadt vom 29. Juli 2012 wird aufgehoben und die Bewährungszeit dauert 2 Jahre. Sie haben nicht versucht, Ihre Arbeitgeberin zu töten. Der Roland Schmidt, der hatte ein Motiv. Es drohte nämlich, sein lukratives Lügengebäude einzustürzen. Der ist früher heimgekommen und hat wohl diese Clubkarte auf der Küche abgelegt, bevor er dem Herrn Kirkidaze gegenüber so getan hat, als würde er gerade von einer durchzechten Nacht nach Hause kommen. Und er war es doch, der sie belastet hat. Ganz clever übrigens, dass er gesagt hat, sie hätten an einem Automaten die Erdnüsse gekauft, weil ein Automat kann ja kein Zeuge sein. Aber was übrig bleibt, sie haben ihre Arbeitgeber bestohlen. Zunächst diese Karte entwendet und dann 2x je 1.000 € abgehoben. Das spricht schon für eine kriminelle Energie, bei der eigentlich keine Geldstrafe mehr möglich ist. Natürlich spricht zu Ihren Gunsten, dass Sie sich nicht selber wirklich bereichern wollen, sondern dass Sie eigentlich die Geldstrafe Ihres Ehemanns bezahlen wollten. Und das macht Ihr ganzes Dilemma klar. Ja? Und deswegen haben wir hier eigentlich gedacht, es ist besser, eine Freiheitsstrafe zur Bewährung auszusetzen, als eine Geldstrafe zu verhängen. Sie haben natürlich recht, Herr Verteidiger, die würde nicht im Führungszeugnis erscheinen. Aber die würde doch das nächste finanzielle Loch reißen. Ich bin überzeugt, Sie werden die Bewährung durchstehen und das Ganze wird für Sie folgenlos letzten Endes abgehen. Gegen das Urteil kann auch innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden. Herr Breyer, jahrelang war das schlechte Gewissen, so diese leise Stimme in Ihrem Innern, ja, zu der die Verbindung nicht besser war als unsere Verbindung in Herrn Kirkidazes Krankenzimmer. Oftmals ist es doch so, dass eine leichtsinnige Dummheit zu einer unehelichen Vaterschaft und dann zu einem schlechten Gewissen führt. Aber manchmal ist es eben auch so, dass das schlechte Gewissen nicht zu einer guten Tat führt, sondern zu einer leichtsinnigen Dummheit. Heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Herr Schmidt, ich nehme Sie vorläufig fest. Es besteht der dringende Tatverdacht des versuchten Mordes und der Herr Seelhoff wird Sie jetzt mitnehmen. Dankeschön, Herr Seelhoff. Roland Schmidt wurde wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung, falscher Verdächtigung und uneidlicher Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 9 Jahren verurteilt.